Willkommen und das nächste Video auf meinem Kanal XX Silvesterfabrik XX007 am Start. Dann haben wir das nächste Paket, wieder ein Feuerwerks, sag ich mal, Unboxing, Feuerwerksreste, weil ich noch alles habe. Hier müsste jetzt Klasse 1 und Klasse 2 drin sein. Ich pack's jetzt mal aus. Und ja. Vielleicht geht es jetzt schnell, kann ich es mal zeigen. Wenn nicht, dann cutte ich das wieder. Die Seite kriege ich auf. Perfekt. Die Seite müsste ich nicht aufkriegen anscheinend. Kacke. Dann vielleicht so. Perfekt. Und dann geht es weiter. Hiermit. Dem, dann das. Ja, geht eigentlich, passt. Jetzt noch die Seite hier. Müsste eigentlich jetzt offen sein, theoretisch. Noch die Seite noch. Mal gucken. Gleich schneide ich Karton durch, weil das Messer ist ganz schön scharf. Jetzt müsste es eigentlich theoretisch offen sein. Na? Ja, es ist offen. Es ist offen. Jetzt zeige ich euch mal, was da so enthalten ist. Aber hier keine Werbung machen. Es sind nicht so, da drin sind noch so kleine Kartons. Aber wir können das ja mal so kurz. Ich halte den Finger drauf. So kleine Kartons und da sind die ganzen Dinger drin. Das zeige ich euch jetzt einzeln und mache den jetzt mal auf und gucke und zeige, was drin ist dann. So, machen wir weiter. Das ist drin. Und so, jetzt zeige ich mal die ganzen Einzelheiten. Und warum ich diese Ü-Eier hier drin habe. Los geht's. Hier haben wir einmal so ein Ü-Ei. Oder halt vier Stück von denen. Warum ich die habe. Hier raus will ich eigentlich wieder eine Rauchbälle bauen. Aber ich habe da halt keine Tischtennisbälle für. Deswegen habe ich die noch hier. Aber es hat bei mir letztes Mal funktioniert, dann war orangener Qualm. Aber ich konnte nicht aufnehmen. Weil ich es einfach so gezündet habe und das Handy nicht mit hatte natürlich. Schade, stell, wenn es mal gehen würde. Ja, geht eigentlich so, ne? Genau, das war jetzt bis jetzt drin. Weiter geht's, was noch drin ist. Da sieht man schon so ein bisschen. So, dann haben wir hier einmal. Nein, das ist kein China Cracker. Auf jeden Fall von Weco auch. Das ist ein. Eine tolle Biene natürlich. Schätze ich scharf, schätze ich scharf. Scharf? Ja, scharf, genau. Wahrscheinlich. Ja, dort kann man jetzt lesen, ne? Genau. Perfekt, also das war bis jetzt drin. Dann haben wir hier, sag ich mal, das sind Powerballs, von Neat Powerballs oder von Caladi, die Knallerbälle. Da habe ich jetzt noch welche, ganz viele eigentlich, drei bis jetzt. Vier. Fünf. Oh, süß. Jetzt geht es mal weiter mit einem, das ist nochmal Ghost Trinkler, genau. Auch sehr gute Fontäne noch. Von Komet. Dann ein, was ist das? Ein Fivefold Color Cracker Ball. Kleine Fontäne. In Lila. Silberkreise von Komet. Fritze Försche, etwas älter. Dann haben wir hier noch einen Grün. Feuerkreisel. Dann von Weco wieder ein Geisterlicht. Knatterball. Ein Vulkan von Keller.
Der ist auch etwas älter wieder, mit etwas längerer Brenndauer als die neuen. Dann Feuerkreise. Silberwirbel. Ein Small Pagoda von Komet, auch etwas älter. Dann einen blauen, also hellblau, sag ich mal, Fontäne. Geisterlicht, auch etwas älter. Einen Feuerwirbel. Und das war's. Leer. So, kurze Pause und dann geht's weiter. So, geht's wieder weiter. Mit den Grünen. Knatterball. Knatterball. Man hat das. Dicke Brummer. Etwas älter. Und dann noch so zwei Silber. Das ist Silberwirbel, genau. Das war's. Mehr ist hier nicht drinne. Komm, dann geht's gleich weiter. So, weiter geht's. Hier haben wir jetzt sehr viele Knallerbsen, leider. Ich verballer die bestimmt irgendwann mal. Verballern ist relativ. Schmeiß sie alle mal irgendwann mal auf den Boden. Und das sind die schon mal weg, weil die nerven ganz schön. So, jetzt haben wir hier mal was Neues. Alien Attack. Zwei galaktische Licht-UFOs, zwei Teile von Komet, auch ein geiler Wirbel, sagen wir jetzt mal so, ein geiler Artikel von Kategorie 1 her. Ja, so sieht der aus. Ein Teil noch, das behalte ich erstmal, das ganz nice aussieht so. Ja, eigentlich ein guter Artikel, sagen wir so, zwischendurch. Und ja, guckt euch das mal an. Mega viele Knallerbsen und dazwischen noch ein Reibbrett. Da sind noch ein bisschen größere Knallerbsen drin, also Riesenknallerbsen nennt man die heute. Zum Beispiel der hier. Und farbig. Trotzdem Kackartikel. Braucht man nicht. So, weiter geht's. Jetzt kommt der Karton. Und hier hat man Cannabelle. Sehr nice. Wieder mal. So, jetzt kommt Kategorie 2 wieder eigentlich. Wieder Knallerbsen. Lecco Mio. Dann einen älteren mit grünen Umrandungen, Ringen, sagen wir jetzt mal so. Von Komet. Und ja, die Wandung ist eigentlich ist ganz okay. Okay. Ja. Stellt sich überhaupt nicht scharf. Keine schlechte Qualität gerade. Mal sehen. Ja gut, jetzt ist perfekt. China Bella D von Komet. Relativ gute Wandlung. Älter. Sehr ja zugelangt. Von und zu stopft noch, also sehr gut. Dann haben wir hier noch welche. Noch welche. Und dann haben wir jetzt nur noch zwei D-Böller von Nico. Zugelähmt. Hinten noch, zu hart sogar hinten. Und die, also alle, die hier jetzt sind, die grünen und den roten. Von Nico, die sind super hart. Kaum kann man nicht so tanzen, überhaupt nicht. Die sind Mods, wenn ich die loslasse. Und die genauso. Die sind richtig hart und die sind auch richtig laut. Also die sind richtig gut. Und ja. So, weiter geht's. Jetzt haben wir hier wieder was Neues. Ein Saber wir schon weg. Oh. Hier können wir die ganzen, sowas bauen. Zum Beispiel so eine Fontäne oder so. Dann haben wir hier einen Super Böller. Was ist das? Super Böller von Vico natürlich. Ah, Super Böller 2 ist das von Vico. Der ist auch richtig hart. Die Wandung ist auch nicht so schnell, der ist ein bisschen älter noch.
Und hier haben wir jetzt auch ältere China-Knaller. Die aber. Ne, einer ist ganz schön ausgelaufen. Aber alle drei sind richtig. Also sind älter. Der grüne ist auch richtig. Der älteste ist, glaube ich, der von Nico müsste das sein. Oder von Keller sogar. Der hat richtig geile Wandungen. Erkennt man vielleicht jetzt nicht so gut. Der hier. Und alle drei zugestopft. Das sind richtig gute Böller, aber die packe ich nicht aus, weil. Guck euch mal hier an, wie das aussieht. Vielleicht packe ich es mal irgendwann aus und mal sauber. Aber. Damit es nicht so auffällt, sag ich mal. Habe ich so drin gelassen. So. Das war's jetzt mit dem Video. Das große Paket wird erst geöffnet, wenn. Jetzt sagen wir mal, wir setzen ein Limit jetzt. Das ist jetzt so Abo-Spezial. Wenn die, sagen wir es mal so, wenn die 50 Abonnenten erreicht sind, mache ich den Karton da auf. Diesen Karton mit ohne Ende Feuerwerk. Da sind auch richtig viele Kategorie 2 Sachen drin, also richtig geile Sachen auch. Ich sage jetzt mal, was drin ist, so ein bisschen. Da sind Batterien drin. Und sage ich jetzt mal sogar, welche, wie viele. Also eine Batterie ist drin. Und mehr sage ich euch nicht. Wie gesagt, 50 Abonnenten dann erreicht werden. Wenn die 50 Abonnenten erreicht werden, kommt dann dieses Video, was da drin ist. Und vielen Dank für alles für euch, dass ihr mir jetzt 15 Abonnenten schon gegeben habt. Na gut, jetzt weiß ich nicht, halt, wie es später ist, das Video, was ich jetzt gerade. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochladen werde. Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten habe, aber vielen Dank an alle schon mal. Mir ist jetzt geholfen haben und. Das Video halt kommt dann bei 50 Abonnenten. Vielen Dank. Liken, kommentieren und abonnieren, wenn es gefällt. Und bis dann, haut rein. Baby.